Die aktuelle Airbus-Produktpalette kann ja echt schnell mal so ein bisschen unüberschaubar werden. Da gibt es bei den Standardrumpflugzeugen jetzt nicht nur noch A319, A320, A321, sondern das größte Exemplar der A320-Familie, der A321, der kann mittlerweile bestellt werden als Cabin Flex Option, als Neo, als Long Range oder als Xtra Long Range. Heute sortieren wir das mal so ein bisschen, was das überhaupt für unterschiedliche Flugzeuge sind oder auch eben nicht. Und wir schauen uns dann bezüglich dieser Maschine nochmal eine interessante Entwicklung in den Bestellungen der AirAsia an. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Airbus hat es im letzten Jahr und auch in diesem Jahr wieder geschafft, quasi echt so einen leichten Hype um die A320-Familie, gerade um den Airbus A321 aufzubauen. So konnte man, ohne jetzt direkt gegen Boeing und die aktuelle Situation mit der Boeing 737 MAX zu schießen, doch irgendwie von der Lage des amerikanischen Flugzeugbauers profitieren, indem man ganz einfach, vor allem in den Medien, immer mal wieder, gefühlt in sehr regelmäßigen Abständen, mit einer verbesserten Version, mit einer neuen Version, eines eh schon sehr erfolgreichen Flugzeugtypen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und das war eben der A321. Dabei ist aber eine Sache ganz wichtig, und zwar hat selbstverständlich der europäische Flugzeugbauer in den letzten Monaten, auch wenn sich das ein bisschen so anfühlen mag, nicht ein neues Flugzeug nach dem nächsten präsentiert, sondern hat tatsächlich eine recht ähnliche Strategie oder sogar die gleiche Strategie verfolgt, wie Boeing das eigentlich auch getan hat mit der 737 MAX. Und zwar haben sie jetzt in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder in gar nicht allzu großen Schritten ihre aktuelle Produktpalette rund um den A321 ganz einfach immer und immer weiter ausgereizt. Wenn man so will, geht es hier ganz einfach um immer und immer wieder neue Optimierungen, neue Verbesserungen für den A321, quasi immer neue Upgrades für das Flugzeug, die man dann unter treffenden Namen wie Long Range, Extra Long Range, Airspace Interior, Cabin Flex Option oder auch die bald kommenden Flex Zones immer und immer wieder medienwirksam positiv präsentieren konnte. Ganz nüchtern betrachtet ist der A321 Long Range im Vergleich zum A321 Neo allerdings doch irgendwo nur ein Flugzeug mit einem etwas erhöhten Abfluggewicht und mit etwas Zusatztreibstoff. Und der A321 XLR, der in diesem Jahr auf der Paris Air Show vorgestellt wurde, ja, der ist eigentlich genau das gleiche. Ein Flugzeug mit einem nochmals etwas erhöhten Abfluggewicht mit nochmals etwas mehr Zusatztreibstoff. In offiziellen Airbus-Dokumenten zu diesen Flugzeugtypen, die ihr ganz einfach im Internet finden könnt, einfach auf der Airbus-Website, und da stehen wirklich eine ganze Menge interessante Informationen drin, da ist eben auch nicht die Rede von irgendwelchen A321 XLR oder LR oder wie auch immer, sondern da ist genau davon die Rede, von A321 mit verschiedenen Gewichten und entsprechenden Optionen auf sogenannte ACTs. ACT steht dabei für Additional Center Tank. Und es ist genau das, es ist ein zusätzlicher, knapp 3000 Liter Kerosin fassender Tank im Bauch des Flugzeuges. Der A321 an sich verfügt standardmäßig über drei große Treibstofftanks. Je einen in den Tragflächen, das sind die beiden sogenannten Wing Tanks, und einen dazwischen in der Mitte im Rumpf, das ist der sogenannte Center Tank. Davor und dahinter im Flugzeugrumpf lassen sich diese sogenannten ACTs verbauen. Erst gab es die Option auf einen Additional Center Tank, dann gab es die Option auf zwei Additional Center Tanks und dann kam mit dem A321 Neo dann irgendwann auch die Option auf den dritten Zusatztank. Und das klingt natürlich nicht annähernd so spannend wie XLR oder LR oder wie auch immer, aber letztendlich ist ein A321 Neo ausgestattet mit dieser Option auf drei zusätzliche ACTs. Das ist das, was wir als A321 LR kennen. Eine Maschine mit einem erhöhten Abfluggewicht auf jetzt 97 Tonnen und eben diesen drei verbauten ACTs. Die ersten beiden dieser Zusatztanks liegen dabei hinter den Tragflächen im Rumpf des A321 und der dritte ACT, der dann noch dazu kommt, der wird vor den Tragflächen im Rumpf des A321 platziert. Und ihr versteht sicherlich, wo die Reise hingeht. Mit dem in diesem Jahr vorgestellten A321 XLR für Extra Long Range, da kommt jetzt quasi ein weiterer ACT dazu. Tatsächlich ist es aber vielmehr das Zusammenfassen der hinter den Tragflächen liegenden ACTs mit gleichzeitiger Verdopplung ihrer Kapazität, sodass dann ein großer Tank draus wird mit einer Kapazität von 12.900 Litern Kerosin. Und der eben angesprochene dritte ACT, der dritte Additional Center Tank, der vor den Tragflächen platziert wird, der kann hier im A321 XLR auch noch untergebracht werden, wenn man denn möchte. Und dabei wird das Abfluggewicht des Flugzeuges auf 101 Tonne erhöht.
Ja, jetzt hat man wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört, dass diese ganze Nummer mit den Additional Center Tanks, das macht man nicht erst seit den letzten 3 Jahren. Und der war ausgestattet mit der Treibstoffkapazität des Airbus A320. Ist ja die gleiche Basis, allerdings verbraucht ein Airbus A321, vollkommen logisch, denn es ist ja das größere Flugzeug, auf der gleichen Strecke ganz einfach mehr Treibstoff als der A320. Das sorgt dafür, dass der A321-100 doch eine deutlich geringere Reichweite hatte als der Airbus A320 zu dieser Zeit. Also bekam der Airbus A321 nicht mal 2 Jahre später mit dem Wechsel auf den A321-200 schon diesen ersten Additional Center Tank. Die Idee dahinter war ganz einfach, die Reichweite der beiden Flugzeuge A320, A321 anzugleichen. Diese Taktik funktionierte ganz gut und wurde dann auch weiter verfolgt, sodass der A321 dann kurz darauf bereits die Option auf den zweiten Additional Center Tank bekam. Das bedeutet, auch ein A321 ohne Neo hat durchaus die Option auf 2 Additional Center Tanks, welche die Reichweite des Fliegers dann auf etwa 6000 Kilometer erhöhen können. Und diese beiden Tanks liegen wie gesagt hinter den Tragflächen am Rumpf des Flugzeuges. Jetzt mit dem A321 Neo kam dann die Option auf den dritten Additional Center Tank, der dann vor den Tragflächen, und erst dann wurde das Ganze zu einem medienwirksamen großen Spektakel in Form des A321 Long Range. Dieser soll dann Langstreckenflüge über den Atlantik ermöglichen, soll die bessere 757 sein, bla bla bla, ihr kennt das ja alles. So, Additional Center Tanks haben zu diesem Zeitpunkt im A321 Neo eine Kapazität von 3121 Litern Kerosin. Und der nächste große Schritt zum A321 XLR, der macht jetzt also erst aus diesen beiden kleinen Additional Center Tanks hinter den Tragflächen einen großen Tank mit einer Kapazität von 12.900 Litern, und die Option auf den Additional Center Tank Nummer 3 vor den Tragflächen, die bleibt weiterhin bestehen, sodass jetzt beim A321 XLR die Möglichkeit besteht, dass Maschinen mit dieser Bezeichnung mit einer Tankkapazität von 36.400 Litern Kerosin durch die Gegend fliegen. Und genauso gibt es dann eben auch A321 XLR, die genauso heißen, genauso aussehen, die dann aber eine Tankkapazität von 39.500 Litern haben. Die haben eben die Option auf den Additional Center Tank vor den Tragflächen auch noch angekreuzt. Und ich finde, wenn man das so erzählt, dann klingt das auch irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig spannend. Es steckt halt auch ganz einfach sehr viel Marketing dahinter, ist ja aber auch gar nicht schlimm. Es ist aber eben wichtig zu verstehen, dass man hier beim A321 in den letzten 2-3 Jahren eine vergleichsweise einfache Möglichkeit gewählt hat, um das Flugzeug Stück für Stück in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder zu verbessern und es weiter fliegen zu lassen, ohne dabei das eigentliche Flugzeug neu bauen zu müssen oder neu konstruieren zu müssen. Aber die Basis, und die ist hier ja nicht der A321, sondern wenn man so will, die Basis der A320-Familie, also der A320, die gibt es ja auch irgendwie noch her. So, und jetzt die Frage, wie lange kann man die ganze Nummer jetzt noch weitertreiben? Denn wenn das so gut funktioniert, dann wird ja bestimmt auch bald der Additional Center Tank Nummer 5 und 6 und wie auch immer kommen. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht so funktionieren. Mittlerweile ist man da wohl an einer Grenze angekommen, denn das Gewicht, welches dann vom A321 zusätzlich in Form von Treibstoff getragen werden muss, das drückt halt eben sehr auf die mögliche Nutzlast des Flugzeuges. Die Tatsache, dass ein Flugzeug, wenn es immer und immer länger fliegt, ja auch immer und immer mehr Treibstoff dafür benötigt, das zusätzliche Gewicht des zusätzlichen Treibstoffes erst einmal zu tragen, das hilft uns ja jetzt auch nicht unbedingt weiter. Um dem entgegenzuwirken und ja eben auch eine sinnvolle Nutzlast im A321 Neo, XLR, wie auch immer, zu ermöglichen, dafür wurde das maximale Abfluggewicht der Maschine immer und immer wieder erhöht. Aber auch das kann man nicht immer und immer weiter treiben, denn da steht einem jetzt tatsächlich irgendwann ganz einfach doch mal die Basis im Weg. Denn man darf ja nicht vergessen, der heutige A321 XLR, also die heute schwerstmögliche Variante des A321 mit einem möglichen maximalen Abfluggewicht von 101 Tonne, der basiert unterm Strich ja doch noch auf einem maximal 78 Tonnen schweren A320-200. Beziehungsweise, wenn man nochmal einen Schritt weiter nach vorne geht, der 1987 erstmals geflogene Prototyp des A320 beziehungsweise auch die ersten Versionen des A320-100, die hatten sogar ein maximales Abfluggewicht von unter 70 Tonnen. Das ist ein Unterschied, und dabei blieb die Tragfläche des Flugzeuges ja fast identisch über die ganzen Jahrzehnte.
Natürlich helfen dem A321 XLR die standardmäßig verbauten Sharklets, die Winglets des Flugzeuges, als ganz offensichtliche Verbesserung, ganz offensichtliche Optimierung im Vergleich zur Standard A320 Tragfläche. Und dazu kommt auch noch, der A321 ist im Vergleich zum A320 mit einem verbesserten Klappensystem ausgestattet. Unterm Strich bleibt es aber einfach, eine A320 Tragfläche in der Basis, und die kommt hier irgendwann, wenn sie den schwereren A321 tragen soll, an ihre Grenzen. Und auch noch ein weiterer wichtiger Punkt, diese sogenannten Additional Center Tanks, die im A321 ja mittlerweile in recht hoher Anzahl verbaut werden können, die verbrauchen ja auch ganz einfach Platz. Platz, den man sonst mit Fracht, also mit Nutzlast, hätte füllen können. Ihr merkt schon, diese Strategie kommt jetzt langsam aber sicher an ihre Grenzen. Auf dieser Basis, auf der A320 Basis, wird es mit dem A321 nicht in dem jetzt bekannten Tempo mit Reichweitenerhöhung, Nutzlasterhöhung und Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes weitergehen. Da muss, damit man das machen kann, jetzt irgendwann wirklich etwas Neues kommen. Aber bis hierhin hat die Strategie ganz gut funktioniert. Airbus konnte seit der Vorstellung des A321 XLR auf der Paris Air Show in diesem Jahr knapp 200 Flugzeuge davon verkaufen. Oder wenn man so will, wenn man es wieder nüchtern betrachten möchte, 200 Flugzeuge vom Typ A321neo, bei der die Option auf den 12.900 Liter Additional Center Tank angekreuzt wurde. Ein noch recht neuer Kunde für diesen Flugzeugtypen ist die Billigfluggesellschaft AirAsia bzw. deren Langstreckenableger AirAsia X. Die hatten vor 5 oder 6 Jahren bereits 66 A330neo bestellt, A330-900, und man ist jetzt eigentlich eine ganze Weile davon ausgegangen, dass die diese Bestellung auf 100 aufrunden, also nochmal 34 weitere Maschinen davon bestellen. Dann hat man jetzt aber in den letzten Wochen doch so ein bisschen spekuliert, war doch so ein bisschen skeptisch, und jetzt wurde vor ein paar Tagen bestätigt, dass man doch nur noch 12 zusätzliche A330neo bestellt, dafür aber 30 A321 XLR. Das ermöglicht eine ganz interessante Sache, und zwar kann AirAsia mit dem A321 XLR in Kombination mit dem A330neo längere Strecken direkt in irgendwelche Nischenmärkte anbieten, in denen sich ein A330neo höchstwahrscheinlich nicht sofort füllen lässt. Mit anderen Worten, auf dem Papier zumindest, ganz theoretisch gesehen, lässt sich damit dauerhaft eine möglichst effiziente Operation garantieren. Wie gesagt, gerade in Kombination sollen diese beiden Flugzeuge sehr, sehr stark miteinander funktionieren, und wenn sie dann vor allem mit einem ähnlichen Produkt ausgestattet sind, mit einem ähnlichen Service und so weiter, dann soll das eine noch nie dagewesene Flexibilität garantieren können. Also wird jetzt beispielsweise von einem etwas kleineren Flughafen zu einem sehr großen Flughafen eine Langstrecke angeboten, da sind erst einmal vergleichsweise wenig Leute unterwegs, dann kann man hier sehr gut den A321 XLR einsetzen, werden das irgendwann immer und immer mehr Leute, je nach Saison, wie auch immer, ist ja vollkommen egal, dann wechselt man ganz einfach auf den A330neo, ohne dass sich für die Passagiere das Produkt an Bord, der Service, die Sitze, was auch immer, ohne dass sich das alles ändert. So macht TAP Portugal das schon heute mit einer Kombination aus A321 Long Range, A321 LR, also den A321neo mit den drei Additional Center Tanks, und eben dem A330-900, dem A330neo. Tja, und das funktioniert wohl gar nicht schlecht. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Lasst auch gerne ein bisschen Feedback zum Video da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus, und zwar an Antonio. Vielen lieben Dank an dich für deine wirklich großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr, das weißt du. Vielen lieben Dank dafür also, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende euch, bis morgen und tschüss.